Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 Frontiers-Projekt zusammen mit dem Christian und dem Daniel. Hallo. Hallo. Soll ich das Feld hier komplett fertig machen? Dann ist der Auftrag doch direkt beendet, ne? Nee, nee. Der ist ja erst beendet, wenn wir es abgeben würden, da wo es hingehört. Okay. Das machen wir nicht. Da, hol alles runter, ist ja alles dann für uns, für unsere Fabrik. Wir müssen halt nur gucken jetzt dann, dass dann das Geld kommt, um die Fabrik zu platzieren. Ne? Ja. Nicht zum Verkaufen. Weil dann bräuchten wir jetzt quasi 80.000, um die dann... Wir müssen überlegen, wir müssen das Schneidwerk noch ausleihen. Das kostet uns 3.000 oder so, ne? Das weiß ich nicht. Ist jetzt Getreideschneidwerk brauchen wir, ne? Was wir mit Malma absprechen können, ist, Friese, wir haben ja im Kuhstall jetzt schon Gülle drin. 48.000 Liter. Ja. Warte mal eben. Das sind vielleicht das 40 pro 1.000 Liter, weil 36 ist Maximalwert. Sonst kommt er da nicht dran. Das ist 40, das ist, dass wir sagen, was ich 40 mal... 40 Euro oder was? Ja, mehr ist es nicht. Gülle ist nicht teuer. Okay, ja. Warte, 40 mal, was haben wir jetzt? Ich glaube, Milo hat gerade kein Geld. Er sind nur 1.000, aber sind, das für 2.000 kann er es haben. Da machen wir ein bisschen Gewinn dran. Ja, ich bin mal eben bei Milo dann. Jo. Für 2.000, Sie kannst du mir Lohn da geben, sonst kann ich ihn nicht mitnehmen. Ah, ja. Machst du noch? Wie bitte? No. Jo, hast Lohn da. Danke. So. Hallo. Hi. Willst du Gülle haben? Gülle? Ja. Ja. Was zahlst du? Was haben wir bezahlt, Dominik? Ja. Wo muss ich? Es waren 300 pro Anhänger, kann das sein? Ja, ich glaube 40 pro 1.000 Liter. Ja, ist okay. Denselben Preis hätte ich euch auch vorgeschlagen. Okay, wie viel hast du? 45.000. Christian sagte 2.000 wäre das im Gesamtpreis. Ach, mit den 40? Ja, mit den 40, genau. Also gebe ich dir 2.000 und mach's leer. Ja, einen Moment bei ihm. Christian, das war 2.000 und dann ist das Ding leer, ne? Warte, was habe ich jetzt ausgerechnet? Ja, für 2.000 kann er es komplett haben. Bei 2.000 kriegt er von uns aktuell 48.313 Liter kann er haben. Ja. Ja, für 2.000 das komplette, alles, was jetzt gerade drin ist. Genau. Was ich da schon mal und hol das dann. Ich habe leider nur ein Wasserfass, also ich kann leider nichts vorbringen oder so. Ja, ich habe. Ja, hab's überwiesen. Jo, alles klar. Danke dir. Jo, ich hab zu danken. Mist habt ihr noch keinen, oder was? Nee, noch nicht. Okay. Wir sind aber gerade alles am Umplanen. Ja, ich würde mich da mit Mist auch nochmal melden bei dir. Okay, super. Alles klar. Tschüss. Dann. So, 2.000 hat er überwiesen. Ja. Nein, wir kriegen 77 für Anhänger. Ja, für den Klaas-Hänger jetzt. Ja, ist okay. Also wenn wir 200 verkaufen für 34, was das kostet, hätten wir 6,8. Schon mal. William hat gesagt, ich verkaufe jetzt Stroh von uns hier. Ja. Bis auf 50.000 Liter, die lasse ich drin, weil wir kriegen ja gleich wieder neues Stroh. Genau, ja. Dann ist ja Quatsch, ob ich das jetzt, dann kann ich es nicht mehr rüberfahren, dann passt das ja ganz gut. Ja. Haben wir kurze Wege zum Glück. Ja. Aber ich glaube, wir kriegen die Zuckerfabrik da nicht auch noch auf den Platz. Nein, wir können ja dann sagen, wir nehmen die Fläche. Das ist ja, da fahren wir sehr. Genau. Wenn du das Feld darum gekauft hast, dann steht sie zu. Ich würde nämlich die Fläche haben wollen, weil da gibt es einen kleinen Trick, glaube ich, bei. Es zählt als Feld und somit habe ich einen höheren Kredit. Das ist halt ungefähr neben der 61, ne? Ja. Kostet 87.840. So, 87.000? Was? Was kostet diese Fläche? Neben der 61 war das, ne? Mhm.
Wo haben wir die denn? Warte, ich guck schon. 87.840. Da könnt ihr kaufen. Kaufst du mal eben, Christian? Daniel? Ja. Gekauft. Genau. Wenn es jetzt Nähe der Zucker ist, dann klar hinplatzieren und Attacke. Ja. Und wenn wir mit den Zuckerrüben durch sind, verkaufen wir einfach die Putze wieder. Ja. Du willst jetzt nicht bauen, oder? Bitte? Was, direkt bauen oder was willst du jetzt? Die Zuckerrübenfabrik. Ja, wollte ich zuerst machen, dann habe ich aber überlegt, dass wir jetzt gerade kurz vor der Ernte stehen und ich würde lieber alles ernten, dann neu ansehen und dann haben wir nämlich... Ich habe immer noch keinen Lohner. Wie sie. Ich hab dir wirklich einen Lohner gegeben, warte. Kann ich anhängen. Tino. Durch, ja. Also ich gehe auf dein Ding. Hört sich falsch an. Hä, das hat irgendjemand jetzt aufgehoben. Alles gut. Danke. Jo, bitte. Jo. Dann gehst gleich hin. Jetzt wohl eh dich mit ausgemischen, kommst direkt zu uns, machst du weiter. Dann brauchen wir Stroh, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass nicht alles so ballern ist. Ja, mein Ziel war eigentlich schon zu kaufen und das alles vorzubereiten, aber ich würde sagen, wir ernten erst unsere Felder, wir sehen die neu an, weil dann können wir uns die Schaufel leihen, weil die brauchen wir ja nicht kaufen. Und dann ballern wir mal eben die Hackschnitze durch und dann direkt in die Zuckerfabrik rein. Wir müssen doch denken, dass wir Schneidwerke mieten müssen, ne? Ja, ja, das... Aber du hast doch noch den Joker, oder? Was ist das, so einen Teil, der allein durftest? Ja, ich habe noch den Joker, ja. Genau. Stimmt. Das heißt, dann könntest du rein theoretisch kostenlos einen anbauen. Also das kläre ich mal ab, aber ich meine, das war ja so. Entweder ein Traktor oder ein Anbaugerät. Ja. Irgendwie sowas. Nee, ja, genau. Und dann wird es ja aufgeladen. Können wir quasi zeitgleich die Zuckerrübenschnitzel in die Fabrik hämmern. Und vorhin sinnig ist natürlich dann gerade, wenn auf 30 steht, dass einer dann konstant da steht und Jalla macht. Ja. Ich meine, wir können es ja selbst unserem Silo hier einlagern. Wir können, weißt du, was wir machen? Wir machen es einfach für sie. Also der Schaufel ja. Unterm Silo-Ausgang. Genau, wir fahren den Traktor hier hin, knüppeln dann die Schaufel vorne dran, unter das Silo, lassen den Zuckerrüben reinlaufen, lassen die durchlaufen, dann läuft es zurück ins Silo wieder rein, dann können wir es einfach einen Hänger überladen und rüberfahren. Genau. Dann haben wir keine Hin- und Herheberei mit dem Ding. Das ist dann quasi nur einer stehen, der immer eher drückt gefühlt. Ja, die kostet 97 Euro zu mieten. Ja, Schnappe. Wir müssen nur gucken, ob wir erst dann ernten oder ob wir dann... Damit Stroh bin ich jetzt durch. Das heißt, unsere Kühe sind schon mal blendend versorgt. Unsere Schafe auch noch genug. Haben wir schon Wolle? Moment. Jetzt kommt dann schlecht im Preis. Ja, also es steht zwar schon eine Palette, aber ob die jetzt ganz voll ist, sehe ich nicht, aber. Wenn da vier Ballen drauf sind, ist sie voll. Ich laufe gleich mal hin. Nee, einer. Okay. Ach ja. Soll ich denn schon mal das Schneidwerk holen für einen Drescher? Oder wollen wir jetzt sogar rüber durchballern?
Wenn unsere Felder ready sind, würde ich sagen, unsere Felder zuerst täschen. Ja. Die sind erntereif. Ja, ja. Werden die 52 nur gesplittert, aber 56, ja. 57, 58 ist fertig. Ja. Gut, dann kümmere ich mich um Schneidwerk. Unsere 53 ist noch gar nicht erntereif. War die 54 und 55, ne? Ja, auch nicht. Hä? 58, 57, 56. Und die 52 nur so parzellenweise. Ja, aber was ist denn mit der 61, 54, 55? Da wird mir gar nichts drauf angezeigt. Es ist rot, es musst du auf rot gucken, ne? Kraut entfernen. Die ist fertig. Ach. Ja. Es ist nur die 53, die 52. Die 52 ist dann nur so halb gar fertig. Ja. Und die 53 ist halt letzte Wachstumsstufe. Ja, alles gut. Ja, ja. Kraut entfernen, ja, das war's. Wollte gerade schon sagen, scheiße, das System hat uns gerade hops genommen. die Felder, wo der Hafer drauf ist. Aber wir haben, wie gesagt, jetzt schon 344.000 Liter im Lager. Das heißt, wenn du die 100.000 abziehen und behalten möchtest, haben wir schon fast 250.000 da drin. Ja. Die wir dann verarbeiten können. Ja, und wir haben noch zwei Felder, wo wir noch was runterholen. Ja. Ja. Nein, das war gut. Und die Aufnahme ist ja schon wirklich gut. Ohne Scheiß, ne? Ja, wir haben jetzt zwar nicht mehr so viel Geld auf dem Konto, aber haben natürlich jetzt groß investiert, ne? Ja. Na gut, was der Winter da kommt. Ja. Ja, ich sag, du kriegst dann wieder 115.000. Nicht zu unterschätzen, ne? Alle vier Rindräder. Das ist schon wild, muss ich sagen. Ja, ohne Scheiß, da habe ich nie mit gerechnet. Nie in meinem Leben. Du kannst behaupten, du bist bei Frontiers der erste und einzige, der alle vier Windräder besessen hat. Ja. Also ich hatte ja Bock auf das Projekt, als das vorgestellt wurde, habe ich gesagt, boah, das hört sich geil an, da habe ich ja Bock drauf. Aber muss ich so sagen, in meinen Augen hast du den schlechtesten Umschlag erwischt. Ja. So blöd es klingt. Also jetzt... Ohne Flachs, als das... habe ich gedacht, ja moin, geht ja schon gut los. Aber ich habe mir dann direkt gesagt, nein, du verlierst nicht die Motivation, mach weiter. Du musst aus der Scheiße jetzt irgendwie Gold kriegen, Alter. Haben wir ja irgendwie schon halb hingekriegt, ne? Das will ich aber ganz stark behaupten. Ich kann Marcel mal fragen, ob er auf den Windräder schon Freezy draufschreiben kann. Ja. Jan Fenn schreibt, das wären 125.000 Liter Zucker und das wären 62.500 Euro. Da haben wir... Ja, dann würden wir Minus machen, ne? Ach, er meint jetzt... Achso, ja, wenn wir es jetzt machen würden. Okay. Wenn wir es jetzt machen würden, ja. Ja, also. Weil der Ertrag ja von den anderen Feldern, was wir noch runterholen... Nee, okay, jetzt versteht es gerade. Wir müssen auf jeden Fall die 80.000 plus machen für das Ding. Das verkaufen wir ja nachher wieder, aber ich glaube. Die Hälfte kriegst du wieder. 40.000 also, kriegst du in der Regel dann wieder. Gut, also müssen wir 40.000 Gewinn machen. Also 40.000 Verlust. Also das wären dann jetzt schon 22.500, die wir plus machen. Ja. Ohne dass wir die anderen Felder geerntet haben. Da kommt ja noch einiges. So, dann fange ich mit der... Ach so, nicht die Schnitzel, nur Zuckerrüben. Ach, nur mit Zuckerrüben würden wir das jetzt machen. Okay. Mit den Schnitzeln kriegen wir dann ja nochmal 10% drauf. Ja. Macht Sinn. Das heißt, die einsetzen wir auch uns, ne? Genau, die kann ich schon bearbeiten quasi.
Stimmt, ja, ich wollte gerade sagen, da ist ja nichts drauf. Und den JCB, und fliegen wir zum Hof, weil die ist ja von der Mission, ne? Der was? Der JCB, ja. Ja. Ist das Zugriffsfeld ist fertig? Ihr setzt um, ne? Ich setz gerade um, ja. Mhm. Gut, dann fange ich mit A-Variant an. Ich denke mal den Deutz und den die beiden Hänger für uns. Dann müssen wir noch Schneidwerk mieten, ne? Zugriff. Ja. Dann müssen wir den Broker eigentlich einsetzen. Scheiße, hätte ich ja besser erst zur Mitte fahren sollen. Und wir schenken mal den Dolz fertig, ne? Ja, ja. Sollen wir den Joker dafür benutzen? Ja, das Problem ist, da wir das Geld für die Zuckerrübenfabrik noch nicht da haben, weiß ich es nicht, ja, weil... Ja. Wir könnten, da ernten wir zwar zeitgleich, aber wir können halt erstmal nicht anfangen, weil wir es auch nicht platzieren können. Dann würde ich sagen, dann springst du auch lieber hier gleich in den John Deere rein, wenn du das auch nicht nutzen kannst. Ja. Und erntest hier und wir fahren halt ab, beziehungsweise ich fahre dann Stroh, Daniel kann ja abfahren. Ja, dann machen wir das so. Dann lasse ich den John Deere jetzt frei, kannst du reinhüpfen, steht an Feld 58. Ja, warte, ich schmeiß noch eben die letzten Zuckerrüben, versuche ich hier ins Lager noch zu schmeißen. Hast du den Deutz bei dir? Ja, den Deutz fahre ich gerade, ja. Da habe ich gerade den Glasanhänger dran gemacht. Oder wolltest du den großen mitnehmen? Das kann man eben nutzen, das ist ja von der Mission, ne? Der Hänger geht. Das geht. Hänger müssen wir nehmen. Nimm ich den großen. Da kannst du den anderen hängen, nimmst du beide mit. Na ja. Geht nicht dran. Ja, okay. Gar nicht an den Deutz, oder? Ah, warte, ich muss umhängen. Kriegst du den hinten einen dran? Weiß ich nicht. Ja, der hat nämlich Kugel gekauft, deswegen geht der nicht dran. Ja, okay. Dann versuch den großen mal, weil ich glaube, das wird ja besser sein, ne? Ja. Fangen wir mit Rechen? 58? Bitte? Wo fangen wir mit Rechen? 58 oder was? Ja, physisch dabei. Okay. Dann packe ich wieder bis zu 2000 das Stroh ins Lager und den Rest knüppel ich dann in den Verkauf. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Schön. Ich bin gerade sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Diese Session hat mal richtig was gebracht, auf jeden Fall. Jo. Hallo. Was für Gülle hast du noch im Stall? Ja, ich bin schon dran. 24.500. Also. Warum? Ich habe keine Lagermöglichkeit mehr. Mein Fass ist voll und meine BGA ist voll. Ja, dann lass uns das doch aufschreiben. Dann holst du es dann, wenn es wieder geht. 24.000? Ja. Also 24.546. Auf 24,5. 8, 16, 24. Ich kriege 8.200 Liter, dann hole ich einfach nochmal drei Fässer, wenn es geht. Ja, klar. Wenn nicht, dann okay. Wir schreiben das auf und wenn du es dann... Es wird ja eh wieder mehr, du kannst noch mehr holen bei uns. Wir sind ja froh, wenn wir es los sind. Ja, richtig. Und du kannst es besser verarbeiten als wir. Ja.
passt halt nicht viel in die Dings. Vielleicht, weiß ich nicht. Nee, es lohnt sich aber auch nicht, ein Gülle-Lager zu bauen. Nein. Nee, nee, alles gut. Lass wie viel passt rein in den Stall bei euch? Das ist eine gute Frage. Ja, sieht man es leider nicht. Siehst doch, wie viel drin ist. Und ja, jetzt aktuell sind diese 24.000 ist grün. Ja, und der Balken, wie oft passt der Balken da rein noch? Ich würde sagen, 100.000 Liter gehen rein. Ja. Da hattet aber echt viel drin, ey. Krass. Ja, wir haben geile Kühe. Das sind die geile Kühe, die hauen ja richtig raus. In, das sind argentinische Modelkühe, hat Friesiger gesagt. Argentinische Scheißkühe. Die reißen alles zu. Die urinieren wie keins weiter. Na ja, gut, alles klar, dann machen wir das so. Dann habe ich noch 3 Fässer quasi übrig. Ja. Gut, danke. Ja, bitte. Wie voll bist du, ein Drescher? 33%. Im Auge behalten, im Januar mal den Salat zu verkaufen, ne? Das ist im Januar richtig Geld für. Ja. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.